ya'budun. Dieses L am Anfang von dem Verb ya'budun ist eigentlich das Verb ya'budu. Und das L davor ist ein Lam. Und dieses Lam ist für Ta'lil, für die Begründung. Damit, deswegen, das ist der Grund, warum ich die Menschen erschaffen habe. Illa heißt außer. Hier müsst ihr wissen, ich gebe euch gleich ein anderes Wort, damit ihr noch mehr Vokabeln habt. Es gibt das Wort Illa und es gibt das Wort Illa. Sehr fein. Ihr merkt, der Unterschied ist, einmal sagt man Illa und einmal sagt man Ill. Dass man so kurz mit der Zunge, das L erzeugt man ja, indem die Zunge oben ist. Ja, Ill. Illa. Und dann macht man einen kurzen Stopp hier. Bei dem einen macht man nur Illa, bei dem anderen, als wenn man die Zunge ganz kurz oben lässt. Illa. Hört sich kompliziert an, glaubt mir, mit der Übung geht das alles. Illa bedeutet zu, nach. Zum Beispiel sagt man, ich gehe, bedeutet Ethebu. Ethebu heißt, ich gehe. Ethebu ila al-Medinati. Ich gehe zu ila al-Medinati. Ich gehe zu der Stadt. Aber das andere heißt, La ilaha illallah, illa außer Allah. Das ist der kleine Unterschied. Dann sagt er, illa liya'budud. Das heißt also, dieser Vers bedeutet, in Sura 51, Vers 56, ich habe die Menschen und die Dschinn nur erschaffen, damit sie mir dienen. Und dieser Vers ist ein gewaltiger Vers. Viele Gelehrte des Islam haben ihre Akida-Bücher, ihre Tauhid-Bücher, mit diesem Vers begonnen. Warum? Weil dieser Vers den Sinn unserer Existenz erklärt. Viele Leute haben ein falsches Verständnis von Tauhid. Man schlägt ihre Bücher auf und man findet dort nur Beweise für die Existenz Gottes. Aber was heißt Tauhid? Tauhid kommt von dem Wort Wahada, Wahidu Tauhiden. Wahada bedeutet eine Sache eins machen. In diesem Fall, wenn es um Allah geht, machen wir Allah natürlich nicht eins, sondern Allah ist eins. Und das bedeutet, dass wir seine Einheit, seine Einzigartigkeit aufrechterhalten in unserem Glauben und in unseren Taten. In unserem Glauben, dass wir glauben, dass Allah der einzige Schöpfer, Lenker und Herrscher des gesamten Universums ist. Und in unserem Glauben, dass wir glauben und fest verankert glauben. Und Glauben im islamischen Sinne bedeutet nicht einfach nur, dass wir sagen, ach ja, ich glaube, morgen wird schönes Wetter, sondern es bedeutet fester Glaube, feste Überzeugung. Das heißt, wir sind fest überzeugt, dass es keinen Schöpfer, Lenker, Herrscher gibt, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Das Weitere beim Tauhid ist, dass man selber Gottes Einheit aufrechterhält, von uns aus gesehen, indem wir ihn alleine anbeten. Und warum ist dieser Vers so wichtig? Weil hier macht Allah darauf aufmerksam. Denn viele Menschen sagen mal, was ist das erste Gebot? Warum, was muss man als erstes machen? Sagt er, La ilaha illallah, Kalima Tauhid, das Wort des Tauhid. Dann fragt man, was ist Tauhid? Dann weiß er wirklich nicht richtig Bescheid. Weil seine komischen Führer haben ihm ein ganz falsches Verständnis gegeben. Dass es einfach darum geht, an Gott zu glauben. Aber hier sagt Gott nicht, dass ihr an mich glaubt, sondern er sagt, liya'buduni, dass ihr mir alleine dient. Denn hier ist das Tauhid-Verständnis, das ist ein wichtiger Bestandteil des Tauhid-Verständnisses, dass man, wenn man realisiert hat, wenn man verstanden hat und verinnerlicht hat, dass Allah der einzige Schöpfer, Lenker, Herrscher des gesamten Universums ist, dass man dann ihn alleine anbetet. Insbesondere, wenn wir dann noch festhalten, in unserer Akida, in unserer Glaubenslehre, dass Allah einzigartig ist in seinen Eigenschaften. Deswegen sagen die Salaf, Kullu ma khatara bi balik, fallahu laysa kadhalik. Alles, was dir in den Sinn kommt, so ist Allah anders. Das heißt, Allah, wenn Allah von sich im Koran redet, dass er hört, dass er sieht, dass er spricht, dann wissen wir, dass dieses Hören und Sprechen auf irgendeine Art und Weise anders ist als unser Hören und Sehen. Aber wir wissen es nicht. Und wir wissen nur eins, dass Allah über unsere Vorstellungskraft ist. Und, wie ich schon gesagt habe, kullu ma khatara bi balik fa Allahu laysa kadhalik. Alles, was dir in Sinn kommt, alles, was du dir unter Allah vorstellst, so ist Allah anders. Denn Allah ist vollkommen und hat die vollkommenste Eigenschaft. Wenn du das weißt, dass er derjenige ist, der dein Gebet erhört, dass er derjenige ist, der
dich versorgt und der Macht hat über alle Dinge, dann musst du ihn alleine anbeten. Es gibt heutzutage Leute, die sich Muslime nennen, die zu irgendwelchen Gräbern gehen, Tawaf um die Gräber machen, Sujud zu den Gräbern machen, Dua, Mitgebete zu den Leuten in den Gräbern machen. Wenn du diesen Menschen fragst, wer kann dein Gebet erhören? Dieser Mensch im Grab oder Allah? Dann sagt er Allah. Wenn du ihn fragst, wer hat Macht über alle Dinge und wer hat Macht, deine Bitte zu erfüllen, dieser Mann im Grab oder Allah? Dann sagt er Allah. Dann sagst du zu ihm, und wieso betest du dann Allah subhanahu wa ta'ala nicht alleine an? Warum nicht? Was hindert dich daran? Und dies sieht man auch im Koran in Surat al-Maryam. Ya abati, sagt Ibrahim a.s. zu seinem Vater, Ya abati, lima ta'abudu, ma la yasma'u, wa la yubsiru, wa la yuni anka shay'a. O mein Vater, warum dienst du, was dir weder hört, noch sieht, noch dir irgendetwas nützt? Warum? Das ist Ibrahim a.s. in seiner Dawa, in seiner Weisheit mit seinem Vater. Er spricht ihn erst mit einem sanften Wort an. Er sagt nicht, Ja, Rasul, oh Mann. Er sagt, Ja, Abati. Eine Verniedlichungsform, eine schöne Form, wie fertig, mein Vater, oh mein Vater. Warum machst du das? Ja, und hier ist es ganz wichtig, diese Verbindung zu sehen zwischen der Allmacht Allahs, zwischen seinen vollkommenen Eigenschaften und dass das dazu führt, dass man ihn alleine dient. Das heißt, der Tawhid ist Ifradullah bil Ibadati. Allah einzig und allein die gottesdienstlichen Handlungen zu widmen. Und wir fragen, ist die Dua eine gottesdienstliche Handlung? Ja, denn der Prophet Sassam sagt im Hadith, Inna Dua huwal Ibadah. Die Dua ist die Ibadah. Und wir sehen auch im Koran, in Surat al-Jinn, dass Allah sagt, dass der Prophet sagen soll, Inna ma'ad'u Rabbi wa la ushriku bihi ahada. Ich mache Dua zu Allah und mache ihm gegenüber keinen Schirk. Warum? Warum dieser Zusammenhang? Warum sagt er, ich mache Dua und mache keinen Schirk? Ich mache Dua zu Allah und keinen Schirk. Das heißt, weil er damit aussagt, dass er zu niemand anderen Dua macht, außer zu Allah. Deswegen sagt Allah auch weiter in Surat al-Jinn, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Und die Moscheen sind für Allah, so macht keine Dua zu irgendjemand anderen außer ihm.